Kombidämpfer ist eigentlich unersetzbar in jeder Küche. Wir können damit mit Wasserdampf garen, kann man hier jetzt auch schon sehen. Wir können trocken garen, also Kuchen backen, Braten machen. Und wir können auch dieses Garverfahren trocken und nass kombinieren. Da wir hier mit Wasserdampf arbeiten, ist das Gerät an den Wasserzulauf und auch an einen Wasserablauf angeschlossen. Die Handhabung des Kombidämpfers ist extrem einfach, weil es nur mit Symbolen erklärt wird. Dieses erste Symbol heißt Wasserdampf. Das nächste Symbol ist trockene Wärme. Das dritte Symbol mischt beides, Wasserdampf und trockene Wärme. Und dann kann ich hier zusätzlich die durch Tropfen dargestellt, die Wassersättigung selber verstellen. So, wenn es rot ist, ist es immer trockener, ist es blau wie Wasser, ist immer mehr Wasserdampf in dem Gerät. Hier haben wir die Temperatur, die wir durch einen Drehknopf regeln können. Bis 300 Grad können wir hier gehen. Als nächstes haben wir hier ein Zeichen für einen Propeller. Das ist die Umluft in dem Gerät. Kann ich auch durch Drücken mehr oder weniger machen. Als nächstes haben wir hier links die Uhr. Ist auch beleuchtet, das heißt, die Uhr ist an. Und ich kann durch Drehen die Uhrzeit einstellen. Jetzt haben wir 36 Sekunden, 50 Sekunden. Hier rechts haben wir dann noch ein Thermometer mit einem Stück Fleisch abgebildet. Wenn ich darauf drücke, im Gerät ist ein Thermometer, das steckt man in das Fleisch hinein und wenn jetzt die eingegebene Temperatur erreicht ist, dann bekommen wir ein Alarmzeichen. Wenn ich etwas gegart habe im Kombidämpfer, kommen eigentlich die größeren oder kommen dann die Unfallgefahren, die mit diesem Gerät verbunden sind. Beim Öffnen steht man immer hinter der Tür, weil wenn ich jetzt öffne, Phrasen austreten können. Und ich diesen heißen Wasserdampf nicht ins Gesicht bekomme. Beim Herausnehmen der Bleche, die natürlich sehr heiß sind, müssen Topfhandschuhe getragen werden. Dies sind besondere Hitzehandschuhe, die wirklich die ganz heißen Bleche bei 300 Grad noch die Wärme abhält. Beim Reinschieben und Herausnehmen der Bleche ist es besonders wichtig, dass sie nicht zu hoch eingeschoben werden, ganz besonders, wenn sie Flüssigkeiten enthalten. Für die höchste Einschubhöhe ist hier 1,65 Meter. Dafür haben wir auch auf der Vorderseite ein extra Zeichen. Hier nicht höher einschieben. Schon für mich wäre das zu hoch. Wenn ich dieses Blech jetzt raushole und da wäre Flüssigkeit drin, ist die Gefahr, dass mir die Flüssigkeit entgegenkommt, sehr groß. Darum immer unten anfangen und möglichst alles, was Flüssigkeiten hat, unten einschieben. Die Reinigung erfolgt eigentlich nur mit Seifenwasser und einem Putztuch. Bei stärkeren Verschmutzungen gibt es ein Spezialreinigungsmittel, was sehr aggressiv ist. Darum müssen zum Reinigen, bei denen sich Dämpfe entwickeln können, auch Schutzhandschuhe getragen werden. Damit man die Haut nicht verätzt, an den Händen, möglichst lang auch. Und eine Schutzbrille.
dann ist man einigermaßen davor sicher, dass man sich mit dem Reinigungsmittel verletzt.